mal an. Vielleicht kommen wahrscheinlich gleich noch ein paar mehr dazu. Für die wenigen, die mich noch nicht kennen, darf ich mich einmal vorstellen. Mein Name ist Benedikt Gottschlich. Ich leite hier im Augusta-Krankenhaus in Bochum die Geburtsklinik. Und ja, wir haben heute wieder eine 20-minütige Live-Story eingeplant mit Diana, die da im Chat schon begrüßt wird. Und bei einer der ersten Live-Stories hat Diana auch schon mal was zum Stillen erzählt. Das ist jetzt aber schon einige Zeit her. Und da wahrscheinlich auch wieder einige neue jetzt zugucken. Ja, würde sie das gerne jetzt nochmal wiederholen. Und ich wünsche euch viel Spaß und wir drehen mal die Kamera. Ja, so ist gut. Ja, erstmal hallo, herzlich willkommen zu unserer Insta-Live-Story. Nochmal, also mein Name ist Diana Stetschka, ich bin Kinderkrankenschwester bei uns im Neugeborenenzimmer seit 7,5 Jahren und auch noch Praxisanleitung für die Auszubildenden, wen es interessiert. Und ich würde euch heute gerne mal etwas über den Stillstart erzählen, auch so ein paar allgemeine Dinge. Vielleicht erstmal kurz zur aktuellen Situation wegen Corona. Ihr bekommt ja alle einen Abstrich, wenn ihr hier zu uns kommt und die Begleitpersonen, wenn die im Familienzimmer bleiben, auch. Bis das Ergebnis da ist, dürft ihr unser Neugeborenenzimmer nicht betreten. So lange müsstet ihr draußen warten und alles per Telefon regeln. Allerdings geht das ganz schnell, muss ich sagen. Also innerhalb von ein paar Stunden ist das Ergebnis da. Meistens betrifft es ja auch die Geburtssituation. Also in den meisten Fällen, wenn ihr aufs Zimmer kommt, dann haben wir das Ergebnis. Und so lange müssten wir euch bitten, das Neugeborenenzimmer nicht zu betreten. Außerdem ist mit dem Mundschutz noch zu beachten, auch wenn das Ergebnis da ist. Sobald wir euer Zimmer betreten, würden wir euch bitten, und die Begleitperson den Mundschutz aufzusetzen, einfach aus gegebenen Hygieneanlässen. Und vor allen Dingen beim Stillen, da wir uns ja dann schon sehr, sehr nahe kommen, die Mamas dann auch bitten, den Mundschutz aufzusetzen. Ja, da wir ja einen 10 cm Abstand haben, in den meisten Fällen, genau, das wäre jetzt erstmal gerade zu beachten, aber ich denke, das ist zu verschmerzen. Hauptsache, wir haben wieder auf und ihr kommt zu uns und wir freuen uns, dass ihr wieder zu uns kommen dürft. Ja, also zum Stillen erstmal zum Allgemeinen. Die WHO, die empfiehlt 6 Monate ausschließlich zu stillen. So ab Beginn des 6. Monats kann man mal langsam anfangen, die Beikost einzuführen, wenn euer Baby schon Lust hat und danach greift, was in den meisten Fällen schon der Fall ist. Und man kann das bis zum 2. Lebensjahr laut Empfehlung gerne noch nebenbei weiterführen. Es gibt auch Mamas, die stillen 8 oder 9 Monate voll. Also das ist ja euch komplett überlassen, wie ihr mit dem umgeht zu Hause. Wir empfehlen euch laut WHO auch ganz klar die ersten 6 Monate. So Vorteile vom Stillen würde ich euch gerne erzählen. Also für die Mama ganz klar, dass die Rückbildung schneller geht und besser vorangeht, da beim Stillen Hormone freigesetzt werden, vor allen Dingen das Hormon Oxytocin, nennt man auch das Liebeshormon. Und dadurch zieht die Gebärmutter sich beim Stillen zusammen. Das werdet ihr auch merken. Das ist so eine, also nennt man Nachwehen. Das ist richtig so, das soll auch so sein und das beschleunigt den Rückbildungsvorgang. Dadurch nimmt man auch ein bisschen schneller ab durch diese Rückbildungsphase und man verbrennt auch ordentlich Kalorien durch Stillen, werdet ihr merken. Deshalb ist es immer schön, wenn ihr beim Stillen auch mal einen Riegel oder irgendwas parat habt. Weil auch nachts gerne mal das Hungergefühl einen überkommt, weil der Körper Großartiges leistet. Für mich noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei den Mamas senkt das Stillen das Brustkrebsrisiko, das Eierstockkrebsrisiko und im hohen Alter an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Das finde ich auch ganz wichtig zu wissen.
Und solche Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da senkt ihr für euch selber auch das Risiko, dass es euch später mal betrifft. Für euer Baby hat es natürlich den Vorteil der Bindung, na, für euch natürlich auch, und der optimalen Nährstoffversorgung, da es ja schon Angebot und Nachfrage ist, was ihr da Schönes produziert. Ihr schützt euer Baby vor Infektionen, weil in der Muttermilch ganz viele Antikörper drin sind. Auch sowas wie Allergieprävention ist auch ein wichtiges Thema. Da gebt ihr eurem Baby einen schönen Boost mit ins Leben. Und Erkrankungen wie Mittelohrentzündung zum Beispiel kommt ja ganz, ganz häufig vor bei Kindern. Natürlich auch bei gestillten Kindern. Also ich möchte da jetzt nicht sagen, dass kein gestilltes Kind eine Mittelohrentzündung bekommt. Aber ihr könnt dem auf jeden Fall vorbeugen mit den Inhaltsstoffen der Muttermilch. Und für die Babys ist es tatsächlich auch so, dass das Typ-2-Diabetes-Risiko im Alter gesenkt wird oder auch so Alterserkrankungen wie Osteoporose, vielleicht schon mal gehört. Also da könnt ihr eurem Baby ganz schön viel mitgeben, bis ins hohe Alter. Genau. Oftmals stellen sich viele die Frage, was ist denn überhaupt die Muttermilch und wie kommt es zustande? Dann sage ich immer, dass man sich das eigentlich so vorstellen kann, dass die Muttermilch so eine lebende Substanz ist. Also die passt sich individuell der Entwicklung eures Babys an und was euer Baby da gerade braucht. Also die Muttermilch, die kann sich von der einen Sekunde auf die andere in den Inhaltsstoffen verändern. Wenn euer Baby an der Brust saugt, dann wird über den Hautkontakt signalisiert, was euer Baby gerade braucht. Also könnt ihr euch so vorstellen, bei dem einen Stillen wird der Mutter gezeigt, dass das Baby mehr Fettzellen braucht, dann passt die Muttermilch sich an und produziert diese dann auch für den nächsten Vorgang direkt mit. Bei dem nächsten Vorgang werden mehr Knochenzellen gebraucht zum Beispiel. Also da hat die Natur schon Einzigartiges entwickelt, was ihr eurem Baby einfach bieten könnt. Und das ist das Einzigartige beim Stillen. Also man kann genau das, was das Baby braucht, fürs nächste Mal produzieren. Und das soll erstmal jemand schaffen. Und ihr könnt das. Also ich find's großartig, ja, was unser Körper da leistet. Genau. Und die Muttermilchmenge, die passt sich auch immer dem Bedarf des Kindes an, je nachdem, was gerade so gefordert wird. Jetzt zum Beispiel bei den nächsten heißen Tagen über 30 Grad, die schon zu Hause sind, werden sehen, das Baby geht ganz oft und kurz an die Brust, weil es einfach Durst hat und ihr könnt es nachproduzieren. Also ganz einfaches Prinzip. Genau. Wenn ihr zu uns kommt, zur Entbindung, dann bringt ihr schon das gute Kolostrum mit, also die Vormilch, die ist schon vorhanden in gewissen Maßen und Mengen. Und mit dem ersten Anlegen aktiviert man sozusagen alles Weitere. Der Körper ist so ein bisschen im Standby-Modus und wartet sozusagen darauf, aktiviert zu werden. Das Kolostrum an sich, also die Vormilch, die herrscht so die ersten 2 bis 3 Tage ungefähr, kann man die vorfinden, bis der Milcheinschuss dann kommt. In dem Kolostrum sind ganz, ganz, ganz viele Antikörper und Immunglobuline drin. Also das ist wie eine richtige, ja, wie so ein richtiger Boost für euer Baby, was ihr, ja, was man da zugute geben kann. An sich wirken ganz viele Inhaltsstoffe infektionshemmend. Das ist auch wichtig. Man hört ja ganz oft, dass die Babys am Anfang so Nestschutz haben und vor Erkrankungen geschützt sind. Durch das Kolostrum gebt ihr da tatsächlich nochmal ganz, ganz viel Prozent obendrauf und könnt euer Baby so ein bisschen abschirmen. So kann man sich das ganz gut vorstellen. Außerdem verbessert das Kolostrum die Entwicklung vom Magen-Darm-Trakt, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn euer Baby im Bauch ist, dann muss es ja nur das Fruchtwasser verdauen. Und solange die Fruchtblase intakt ist, herrschen da auch keine Bakterien. Also der Magen-Darm-Trakt muss sozusagen nicht viel arbeiten. Mit dem ersten Anlegen kommen dann so ganz gute Lactobacillen in den Magen-Darm-Trakt. Und die kann nur die Vormilch produzieren.
Und dann wird der ganze Magen-Darm-Trakt damit besiedelt und der lernt dann sozusagen die Verdauung. Und durch diese guten Lactobazillen macht ihr es eurem Baby so ein bisschen einfacher. Und das Gute ist, ihr müsst gar nichts dafür tun, ihr bringt es nämlich schon mit. Das finde ich auch ganz wichtig zu wissen. Viele wissen auch nicht, dass ganz viele Babys am Anfang mit Fruchtwasser zu kämpfen haben. Ganz oft erbrechen die Babys das auch und da gibt es ein spezielles Enzym in der Vormilch, was den Babys dabei hilft, das auszuscheiden. Also entweder über das Erbrechen, erschreckt euch nicht, das soll dann genauso sein. Oder es hilft dem Baby, das Kindspech, also das Mekonium, auszuscheiden. Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man das Baby trotz dieser Fruchtwasserübelkeit auch anlegt, auch wenn es nur für ein paar Züge ist, damit ihr eurem Baby helfen könnt, das Fruchtwasser loszuwerden. In geringen Mengen macht es nichts, aber wenn euer Baby einen großen Schluck genommen hat, dann ist der Bauch natürlich ganz schön voll. Und das kann man sich so vorstellen, es steigt immer wieder auf und es fühlt sich an wie Sodbrennen, also nicht gerade nett. Und da bringt ihr die beste Medizin, bringt ihr dann schon mit, wenn ihr zu uns kommt. Uns hier im Augusta ist das Bonding nach der Geburt sehr, sehr wichtig. Also, dass man das Baby Haut auf Haut wirklich kuschelt und dann im besten Fall schon anlegt. So für einen guten Stillstart empfehlen wir schon und unterstützen euch dabei, in den ersten 60 Minuten das Baby anzulegen, weil da die Aufmerksamkeit sehr, sehr groß ist. Also wenn man da schon einen positiven Stillerfolg hat, dann kann man tatsächlich schon gut damit rechnen, dass es die ganze Zeit schön und gut funktionieren wird. Es gibt natürlich auch Situationen, zum Beispiel einen Notfall-Kaiserschnitt, wo man das Bonding dann nicht durchführen kann. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, man kann das nachholen und das unterstützen wir auch sehr. Man kann ein Bonding-Bad, nennt sich das, kann man machen. Und zwar kommt das Baby dann in so einen Tummy-Tub, in so einen Badeeimer. Und es wird dann ein paar Minuten gebadet. Damit macht man die natürliche Umgebung der Gebärmutter, die imitiert man. Die Mama, die liegt dann schon bereit auf dem Bett und dann wird das Baby sozusagen nochmal neu geboren, wird das Baby nass, wie es ist, bei der Mama auf die Brust gelegt, schreit dann ganz oft nochmal den Frust raus, dass das Bonding nicht funktioniert hat, aber dann werdet ihr sehen, dann wird euer Baby die Brust riechen, die Brustdrüsen, die senden ganz viele tolle Gerüche zu eurem Baby, dass es direkt weiß, wo es hingeht. Und da kann man dieses erste Bonding tatsächlich nochmal nachmachen. Und wenn es bis dato Stillprobleme gab, haben wir schon ganz, ganz oft gesehen, dass man das dadurch nicht auflösen kann, aber dass man das Problem damit bewältigen kann. Und dieses Bonding-Bad, das könnt ihr zu Hause auch, empfehlen wir auch, das könnt ihr sehr, sehr gerne wieder und wieder durchführen, damit euer Baby tatsächlich, ja, diese paar Male die natürliche Geburt nochmal nachempfinden kann. Es ist nicht nur fürs Stillen wichtig, auch für die Mama ganz wichtig, nochmal das Gefühl des Bondings nachzuempfinden nach der Geburt. Ganz oft fließen dann die Freudentränen und man kann sein Baby nochmal ganz anders annehmen. Also ich persönlich mag es sehr, sehr gerne, das durchzuführen und euch zu begleiten in dieser Situation. Für die Papas auch total schön. Habe ich auch schon mal mit dem Papa gemacht. Hat dann nicht viel mit dem Stillen zu tun, aber ist auch schön. Die Papis, die wollen wir ja auch schön mit einbeziehen. Genau. In den ersten 24 Stunden ist es extrem wichtig, dass man sehr, sehr häufig anlegt, weil nur dadurch wird die Brust aktiviert und weiß, dass sie Milch produzieren soll, weil, wie gesagt, dieses Angebot von die Nachfrage und das Angebot so rum, das ist ganz, ganz wichtig, dass euer Körper einfach Bescheid weiß, was er da zu tun hat. Und das unterstützen wir auch ganz klar, dass wir sagen, dass ihr euer Baby regelmäßig, also alle 2 bis 3 Stunden anlegt. Maximal 4 Stunden Pause empfiehlt man, aber eher gerne kürzer. Wenn das mal nicht funktioniert, weil das Baby gerade schläft und es sind gerade Punkt 3 oder 4 Stunden um,
dann ist das für einmal auch in Ordnung. Also setzt euch da bitte nicht unter Druck. Man muss immer die 24 Stunden an sich sehen. Ja, was macht das Baby den kompletten Tag? Und wenn es dann jetzt gerade um 16 Uhr, Punkt 16 Uhr nicht trinken möchte, dann ist es für das eine Mal auch in Ordnung. Allerdings empfehlen wir dann zum Beispiel eine Kolostrummassage zu machen, also die Brust per Hand anzuregen, das Kolostrum zu entleeren. Dann zieht man das mit einer Spritze auf und damit kann man die Babys dann auch ganz gut aktivieren, wenn man denen so ein, zwei Tröpfchen in den Mund gibt. Wenn die dann erstmal auf den Geschmack gekommen sind, dann gehen die Äuglein auf und ganz oft kann man die dann wunderbar wieder anlegen und ihr habt eure Brust auch schon schön vorbereitet auf das Stillen. Finde ich an sich auch eine gute Methode, um auch einfach ja mit seinem Körper erstmal wieder eins zu werden und auch ja mit der Brust, da muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen, ein Baby an die Brust zu legen. Und wenn ihr vorher schon mit euren Händen Kontakt aufnehmen könnt, dann kann man so schon eine Einheit schaffen. Das würde ich auch in der Schwangerschaft mal empfehlen, einfach zu gucken, wie ist das denn, wenn man die Brust anfasst und vielleicht so ein bisschen selber massieren, gucken, kommt da schon was raus? Ja, was kann mein Körper überhaupt? Also würde ich jedem schon ganz klar empfehlen. Noch zum Thema Kolostrum-Massage empfehlen wir ganz klar, also auch dann professionell angeleitet, wenn ihr einen Schwangerschaftsdiabetes habt, dann wird das bei der Geburtsplanung besprochen und dann wird auch ein Termin ausgemacht mit unserer Stillberaterin oder anderen Experten hier auf der Etage. Dann zeigen wir euch das gerne da. Ansonsten, wenn ihr das nicht macht, gibt es natürlich auch die Formularnahrung, aber wir empfehlen das ganz klar und können auch wirklich feststellen, seitdem wir das durchführen, dass die wenigsten Babys unterzuckern, also zumindest die, wo Kolostrum mitgebracht worden ist durch euch, habe ich bisher noch gar keins erlebt sogar. Also ein hundertprozentiger Erfolg kann man dadurch erreichen. Deswegen, also wenn, dann sehr, sehr gerne und dann zeigen wir euch das auch. Genau. Dann habe ich mir mal aufgeschrieben, was eure häufigsten Fragen sind, wobei ich sie mir eigentlich gar nicht aufschreiben muss. Die on top auf Nummer 1, wird mein Baby überhaupt satt und kann ich mein Baby überhaupt ausreichend ernähren mit meiner Milch? Denn mein Baby hängt fast 24 Stunden an der Brust und möchte nicht weg davon. So sinngemäß ungefähr sind eure Sorgen. Also ich kann euch beruhigen, in den meisten Fällen könnt ihr für euer Baby die Milch produzieren, die es braucht. Natürlich gibt es, ich sag mal, 2% vielleicht, wo das nicht funktioniert. Das hat dann aber andere medizinische Gründe, die vorliegen. Und in den meisten Fällen kann man das schaffen. Ein Baby macht natürlich intuitiv, was es soll. Es geht zur Brust, es saugt an der Brust, schläft an der Brust ein. Ja, also das ist das Zuhause des Babys. Es ist schön, an der Brust zu trinken. Es ist natürlich auch Nahrungsaufnahme, ganz klar. Aber die Babys, die möchten auch einfach da liegen, weil eure Brustdrüsen ganz viele Gerüche absondern, die das Zuhause, das vorherige Zuhause, die Gebärmutter nachmachen, beziehungsweise das Fruchtwasser hat denselben Geruch. Also deswegen zu der Frage, mein Baby möchte nur an der Brust liegen und auf dem Arm schlafen. Das hat die Natur so eingerichtet, dass euer Baby auch weiß, wo es hin soll. Deswegen wollen ganz viele Babys einfach nur auf dem Arm bleiben und lassen sich schlecht ablegen am Anfang. Denn ihr wart ja auch die 9-monatige Wohnung mit All-Inclusive, wo euer Baby die ganze Zeit bei euch war, den Herzschlag gespürt hat und euch gerochen hat. Deswegen ist das erstmal schwierig mit dem Ablegen. Und es ist unbedingt nicht immer Hunger. Ja, wenn das Baby an die Brust möchte, dann wird es manchmal nur 2 bis 3 Züge machen und wird dann an der Brust einschlafen. Also das ist, die veräppeln euch so ein bisschen, dass sie dann wieder auf dem Arm können.
Oftmals ist es so, dass man am Anfang so, sozusagen Clusterfeeding nennt sich das, also ein Dauerstillen. Ja, da haben wir diesen Zustand, den ich euch gerade erklärt habe. Also das ist nicht unbedingt immer Hungernuckeln, sondern auch wirklich Gemütlichkeitsnuckeln und ich möchte bei Mama sein. Damit man aber mal eine Vorstellung hat, also der Babymagen, der neugeborenen Magen, der ist am ersten Tag 5 bis 7 Milliliter groß. Also müsst ihr euch so vorstellen wie eine Kirsche ungefähr. Und ihr könnt am ersten Tag 10 bis 50 Milliliter Kolostrum produzieren. Das muss man sich mal vorstellen. Also das schafft ihr definitiv. Viele Mamas haben das Gefühl, dass die doch nicht hinterherkommen und kommen dann auch nicht so gut in den Schlaf. Und sehen dann noch die Möglichkeit, dass sie uns fragen, ob man nicht eine Flasche einfach mal dazu füttern soll, dass das Baby dann satt ist. Also wenn man voll stillen möchte, dann raten wir klar davon ab, weil ihr müsst euch vorstellen, dieser kleine 5 Milliliter Magen, wenn der dann auf einmal mehr bekommt und sich ausdehnt auf, ich sag mal, 20 oder 25 Milliliter, dann greift man in diese Natürlichkeit ein. Ja, der Babymagen, der wird sowieso von Tag zu Tag größer, eure Milchmenge passt sich an. Aber wenn man das am ersten oder zweiten Tag ja schon ausdehnt auf dieses Maximum, dann ist der Magen-Darm-Trakt natürlich erstens total überfordert mit dieser Menge und die haben ganz oft Bauchschmerzen danach. Aber die Brust, die wird auch nicht angeregt in dem Moment. Das darf man nicht vergessen, weil euer Baby trinkt dann aus der Flasche und nicht an der Brust. Also dieses Angebot und Nachfrage stoppt in diesem Moment ganz. Das heißt, wenn ihr anstatt eine Stunde stillen zum Beispiel, wenn ihr dann nur 15 Minuten stillt und den Rest von der Flasche gebt, dann produziert eure Brust fürs nächste Mal auch wieder nur für diese ungefähr 15 Minuten. Und deswegen sollte man tatsächlich nicht eingreifen in diesen Prozess. Medizinische Gründe gibt es zum Zufüttern, ja. Einer davon wäre zum Beispiel ein niedriger Blutzucker des Babys, wenn wir das feststellen würden. Da muss man immer auf die Situation achten, muss man immer schauen, wie ist das Baby drauf, ist es gerade müde und schlapp und wird auch nicht mehr an die Brust gehen. Dann müsste man drüber nachdenken, das würden wir aber auch nicht per Flasche machen, sondern mit der Spritze, um keine Saugverwirrung hervorzurufen. Oder ein 10%iger Gewichtsverlust zum Beispiel, das wäre auch ein medizinischer Grund zum Zufüttern. Das kann man aber ganz klar stillfreundlich gestalten und das bieten wir hier auch an. Und zwar stillt man das Baby ganz normal weiter und würde während des Stillens über eine kleine Sonde mit in den Mund dann die Formulanahrung beiführen. Also es wäre ein Brusternährungsset, nennt sich das. Das Baby saugt ganz normal weiter an der Brust, die wird weiter angeregt und es bekommt in kleinsten Mengen nebenbei die Formulanahrung. Also wir haben hier momentan HIP-NE, nennt sich das. Das ist so ein Energiehydralosat. So kann man es beschreiben. Das würden wir dann erstmal vorschlagen und euch dabei unterstützen. Und in den meisten Fällen klappt das auch ganz gut tatsächlich, dass ihr dann die gute Milchmenge produzieren könnt, dass euer Baby weiterhin für den Gedanken an der Brust ist und dass man dann nicht eingreift in diesen natürlichen Prozess. Das wären zum Beispiel zwei Gründe. Es gibt noch zwei, drei mehr, aber da würde ich jetzt erstmal nicht drauf eingehen, weil geht erstmal davon aus, dass ihr ganz normal nach 2 bis 3 Tagen einen Milcheinschuss bekommt und die Milchmenge sich verändert, richtig viel Fett in die Milch kommt und euer Baby dann auch nach dem Stillen ganz friedlich einschlafen wird und nicht dauerhaft an der Brust hängt. In den meisten Fällen verläuft es nämlich so. Genau. Woran kann man es noch erkennen, dass euer Baby zufrieden ist? Natürlich, wenn es nach dem Stillen gemütlich einschläft, meistens dann bei euch auf dem Arm, aber halt auch natürlich an der Ausscheidung, also am ersten Tag, dass man was so zum Orientieren hat, reichen zum Beispiel 2 nasse Windel. Also wenn euer Baby 2-mal Urin lässt in den ersten 24 Stunden und einmal das Kindspech, das reicht vollkommen aus. Viele machen sich Sorgen und denken, das muss mehr sein. Genau so ist es richtig.
Daran kann man sich auch so ein bisschen orientieren. Genau. Was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Genau, Thema flache Brustwarzen. Wenn ihr jetzt irgendwie denkt, dass ihr nicht die optimalen Voraussetzungen mitbringt, sprecht mit eurer Hebamme im Erstgespräch. Die schaut sich wahrscheinlich auch die Brustwarzen schon mal an vorher. Wenn ihr denkt, dass ihr zu flache Brustwarzen habt, dann könnt ihr schon vorher ein bisschen vorbereiten und könnt die Brustwarzen schon etwas stimulieren. Da gibt es so Hilfen, die nennen sich zum Beispiel Latch Assist. Das sind so ganz kleine Mini-Handpumpen. Da kann man die Brustwarzen schon vorher ein bisschen formen oder halt auch einfach wirklich mit den Händen etwas rausholen vorher. Natürlich haben wir hier auch diese Methode von diesem Latch Assist, also der Mini-Pumpe, die man vorher vor dem Anlegen dann an die Brustwarze ansetzt. Dann sollte man das Baby in der Nähe positionieren, weil sobald man diesen Latch Assist abnimmt, dann geht die Brustwarze wieder ein bisschen zurück. Das klappt in der Regel eigentlich auch ganz gut. Wenn das mal nicht der Fall sein sollte, weil das Babylein die Brustwarze nur zur Seite schiebt oder doch nicht richtig drankommt, auch an den Vorhof mit, dann gibt es natürlich noch die Variante des Stillhütchens. Also es ist ein Aufsatz, wo sich die Brustwarze reinzieht mit dem Vorhof. Das kann man dann auch noch benutzen. Allerdings warten wir damit auch erstmal, wie sich die Brust- und Kindbeziehung entwickelt, weil oftmals, wenn die Kinder richtig Hunger haben, dann schaffen die auch die Brustwarze und den Vorhof von alleine rauszuholen. Also das wäre ja so die letzte Variante, die man dann anwenden könnte. Das hatte ich noch aufgeschrieben. Wunde Brustwarzen, natürlich ganz oft ein Thema. Wunde Brustwarzen kommen zustande, wenn das Kind natürlich sehr viel und dolle an eurer Brust saugt, aber auch wenn es falsch angelegt ist. Da zeigen wir euch von Anfang an wirklich, wie man das handhaben sollte, dass das Baby Brustwarze und Vorhof richtig im Mund hat. Weil oftmals legt man die Babys einfach an und die Brustwarze zieht sich dann in den Mund rein, also das Baby zieht es sich in den Mund rein. Das ist ganz falsch. Also man sollte tatsächlich die Brustwarze vorbereiten und auch wirklich festhalten. Das zeigen wir euch dann hier in live. So das zu beschreiben ist jetzt, kann ich euch natürlich lange erzählen. Aber Learning by Doing ist in dem Fall am besten. Kind und Brust wirklich vorbereiten auf das Anlegen und nicht einfach dranlegen. Das Baby sollte den Mund weit genug aufhaben und man sollte das Kind dann oft so von unten nach oben anlegen. Nase und Brust sollten immer Kontakt haben, dass man sich das so als Abstandsregelung, haha, gerade witzig, vor Augen halten kann, dass euer Baby nicht zu weit weg von der Brustwarze ist, weil umso weiter weg, umso länger zieht es natürlich auch die Brustwarze und dann wird sie auch wund. Ja, also immer schön achten, dass das Baby den Mund weit auf hat, dass der Vorhof mit drin ist und dass euer Baby mit der Nase zur Brust gewendet ist. Da könnt ihr schon ganz, ganz viel gegen wunde Brustwarzen tun. Wichtig ist auch noch nach dem Anlegen ein bisschen von eurer Milch auszudrücken, das zeigen wir euch gerne. Und das dann auf die Brustwarze zu tupfen, das zieht ein als Wundpflege und dann wirklich Luft und Licht dran zu lassen. Die Brustwarze nicht direkt einzupacken in den Still-BH, also es sollte wirklich trocknen. Genau, und da gibt es natürlich auch noch andere Hilfen wie Heilwolle, also Lanolinsalbe oder Multimam-Kompressen gibt es da zu kaufen. Da ist ein entzündungshemmendes Gel drauf. Oder auch Brustschutzkappen haben wir mittlerweile jetzt auch hier, sind gestern frisch eingetroffen. Das sind so Plastikkäppchen, die man auf die Brustwarzen legt, dass die die ganze Zeit frei liegen. Also nicht anheften an der Stilleinlage. Und wenn man es dann beim nächsten Mal auspackt, dann zieht man die erste Hautschicht wieder ab. Muss man ja auch mal drüber sprechen. Das kann man damit vermeiden.
Deswegen, also es gibt viele Sachen, wie man die bösen Auers vermeiden kann sozusagen. Und die zeigen wir euch hier von Anfang an, dass ihr auch wirklich das richtige Handling und auch das Halten von Anfang an gut, ja, euch gut aneignet sozusagen, dass man es richtig von vornherein lernt. Genau. Noch eine Frage, die ganz oft kommt, wie ist das denn jetzt beim Stillen mit den Verboten, was ich in der Schwangerschaft alles nicht durfte? Also Salami, Lachs, so rohe Sachen, die sind ab der Geburt aufgehoben. Gute Nachricht, also der Mad-Eagle darf kommen. Hier alles schon gehabt. Sushi-Platten kamen hier auch schon an und Salamis. Mit frisch gepressten Säften sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Da empfehlen wir immer, die zu verdünnen, wegen dem Fruchtsaftgehalt. Das kann bei den Babys einen wunden Popo auslösen. Koffeinmenge auf 2 Tassen am Tag beschränken. Ansonsten ganz viel trinken. Euer Körper wird das wahrscheinlich von sich aus einfordern in den meisten Fällen, weil man nicht nur fokussiert ist auf das Baby. Aber man sagt 500 Milliliter mehr als sonst. Also wenn ihr sonst ein ganz schlechter Trinker seid und noch nicht mal auf 1 Liter am Tag kommt, dann werden wir euch jetzt nicht sagen, trinken Sie bitte 3 Liter. Immer 500 Milliliter mehr als sonst solltet ihr für euren Körper, weil der muss einiges produzieren an Milch und halt auch für euer Baby, sollte man sich das schon bereitstellen am Tag. Da macht ihr es eurem Körper auch einfacher, die Milch zu produzieren. Ja, weil wo viel vorhanden ist, da geht es halt nun mal einfach besser von der Hand. Kompressen haben wir hier, ne? Oder müssen die selber mitbringen? Die müssen mitgebracht werden, beziehungsweise wir haben eine Kooperation hier mit der Apotheke gegenüber, dass die immer da haben. Ne? Also die kann man sich bringen lassen oder bringt sie direkt mit. Viele kriegen die aber auch geschenkt. Also wer jetzt zuhört und bald jemanden beschenken muss, eine Packung Multimam-Kompressen, Werbung, die kann man sehr, sehr gut gebrauchen als stillende Mama. Genau, aber ansonsten haben wir alles hier, wie gesagt, die Lanolinsalbe, die Brustschutzkappen, die sind jetzt auch neu eingetroffen, ja. Ja, also ich glaube, jetzt habe ich aber lange erzählt. Ja, also ich glaube, das war erstmal so der Grundsatz. Ich glaube, ich könnte jetzt noch viel, viel länger erzählen. Aber das erstmal so die Grundlagen, ja, die ich euch auf jeden Fall mitteilen wollte. Ja. Ja, ich gebe wieder ab. Super, lieben Dank. Sehr gerne. Diana. Das war wieder sehr informativ. Ja, wie geht's jetzt weiter? Nächste Woche haben wir wieder eine Live-Story, da wollen wir über das CTG einmal sprechen mit Hebamme Kim. Und ansonsten planen wir auch wieder einen Infoabend, da habe ich jetzt noch kein Datum, machen wir diesen Monat aber auch nochmal ein. Und wöchentlich hier die Story. Kurz nochmal, aktuell füllt sich unsere Station jetzt seit einigen Tagen erfreulicherweise wieder. Wir haben jetzt auch täglich wieder Geburten und auch Kaiserschnitte und alles geht mehr oder weniger wieder seinen gewohnten Gang mit ein paar Änderungen, die ich ja hier schon erzählt habe. Und ja, also wir sind ganz froh und glücklich, dass wir endlich wieder arbeiten können, dass ihr wieder zu uns kommen könnt. Ja, dann wünsche ich allen einen schönen Nachmittag. Frohes Schwitzen die nächsten Tage, immer viel trinken und wir sehen uns spätestens in einer Woche wieder. Tschüss! Tschüss!